Willkommen bei Gartenbob. Ich meine, ihr schneidet eure Bäume. Und auf einmal beim Schneien entdeckt ihr ein Loch hier drinnen. Hier ist es gerade in der Mitte. Muss es nicht ganz sein. Es kann auch ein bisschen seitlich verletzt sein. Hier machen wir einen größeren. Das ist natürlich nicht angenehm. Nee. Die entstehen durch Pilze. Die Ursache können Schädigungen am Baum sein, dass der Pilz da rein kann sich dann breit machen kann im Baum. Kann auch sein, es gibt auch Viren. Ich will jetzt nicht so wissenschaftlich werden. Das ist auch im Haus- und Kleingartenbereich nicht nötig. Wenn er jetzt beim Schneiden und da drin ist es matschig oder so, meistens schwarz-bräunlich. Ich habe schon so viele Bäume auf verschiedenen Grundstücken geschnitten. Das ist nicht immer ganz schwarz, aber es ist modrig und flüssig. Dann ist es die Moderfäule. Ist es ihm drin weiß, dann ist es ihm ein Weißschimmel, ist es schwarz, ist Schwarzschimmel. Aber das ist nicht schwarz. Und weiß ist nicht ganz weiß, es kann auch grau sein. Auf alle Fälle ist der Baum dann von einem Pilz befallen. Und das mit Einsprühen von außen nichts nützt, seht ihr ja, wenn ich jetzt hier sprühen würde mit einem, sagen wir mal, mit Fungiziden, habe ich nichts gekonnt, die ziehen nicht durch das Holz. Das Gefährliche an der Sache ist, dass man es schlecht erkennt. Wir können ja hier mal gucken, jetzt sind wir hier zwar bei unseren Nadelbäumen, das wird Brennholz oder Figuren. Das Gefährliche ist, dass der Baum im vollen Grün steht und Früchte trägt. Warum? Das hier drinnen sind unsere Bretter, unsere Balken, der Kernholz hier in der Mitte. Ja, da passiert nichts. Das ist das gewachsene Holz. So, hier ist die Rinde, die Borke. Und hier zwischen Rinde und Holz, also in unseren Brettern, hier zwischen diese kleine Schicht, das ist das Kambium. Und nur durch diese Schicht werden die Nährstoffe und das Wasser in die Bäume hochgetragen, also ins Grün. Und ihr denkt, mein Baum ist doch top in Ordnung. Und innen drinnen, wenn das jetzt der Stamm wäre, ist er hohl. Ja, das heißt, der Baum verliert seine Standfestigkeit. Ja, also wenn er das dann schon entdeckt an euren kleinen Ästen, hier, ja, oder an den etwas dickeren beim größeren Rückschnitt, dann ist Vorsicht geboten. Ja, du sagst doch, wie soll ich jetzt hier drinnen kontrollieren, ob mein Stamm hohl ist? Das ist ganz einfach. Du nimmst einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine, macht einen langen Bohrer, bohrt ein Loch rein. Schön langsam bohren. Und wenn er dann merkt, auf einmal hier drin, bupp, macht die Maschine rein, dann ist der Stamm innen drin hohl an irgendeiner Stelle. Ja, und dann ist die Standfestigkeit gefährdet. Ja, ihr braucht auch nicht, könnt ihr auch eine Kamera reinschreiben, wie bei der Bauchspiegelung hier oder Darmspiegelung. Das macht, kann man auch machen, dann würde man das sehen. Aber ihr seht auch, dass wenn man den Bohrer rauszieht, dass vorne an dem ersten Stück, wo das die Spirale ist, dann dieses matschige, modrige Zeug ist, da ist alles schon zerfallen und zerfressen. Dann heißt es Baum ab, dann kippt ihn um und ja. Und dann auch wieder dafür sorgen, dass man nicht zu lange lagern, denn der Pilz steckt da drin, der würde sich sonst vermehren. Hier haben wir mal noch, hier seht ihr, das hier ist ein gesundes Stückchen Holz. Hier ist die Kambiumschicht natürlich ganz schwer zu sehen an dem Ast hier, aber sie ist da. Ja, und unsere Bretter hier drin sind also noch gesund. Hier nochmal ein kleines Stückchen frisch abgeschnitten, ist vielleicht noch grün. So sollte es aussehen. Wenn jetzt hier beim Schneiden, baue ich das mal so zusammen, jetzt hier abschneidet und deckt hier, oh, ein Loch, dann schnippelt er so lange, sägt er so lange zurück, bis er im gesunden Holz landet. Also wie hier jetzt. Ja, gar nicht erst sagen, hier, wenn so ein Loch da ist, oder so, ach, es könnte ja noch, hier ist es jetzt schon ein bisschen dünner. Das heißt, hier ist der Ast noch dünner, das heißt, der Pilz ist letztendlich von innen nach außen gewandert, ja, weil es ja hier ist noch dünn, hier hat er noch nicht zugeschlagen. Ja, und hier frisst er auch wieder im Kernholz von dem Ast. Ja, und die Kambiumschicht außen ist noch heile. Ja, aber wie gesagt, abschneiden, wirklich wie hier zu sehen, bis ins gesunde Holz. Ja, verschmieren braucht er das nicht. So, man sagt, so, das ist eine Sache auch von der Temperatur und Witterungsbedingungen. 4-5 Stunden hat sich das Zellgewebe verschließt, den alleine braucht er nichts draufschmieren. Ja, also jetzt kein Baumwachs unbedingt. Aber wie gesagt, nicht fackeln. Ja, dass das jetzt schwarz-bräunlich hier rausläuft, das ist Moderfäule. Wirklich dann Schnitt für Schnitt. Hier haben wir mal auch wieder, hier seht ihr das, hier ist es der Baum etwas dünner, hier ist es der Stamm dicker. Das war kein Baum, kein Stamm, sondern ein Ast. Ja, ihr seht also, der ist vom Stamm aus, hier ist es dick ausgehöhlt und nach außen hin ist er noch gar nicht richtig angekommen, nur ein bisschen der Pilz. Das heißt, der würde sich jetzt hier noch durchfressen nach außen. Also abschneiden, auch wenn der Baum dann nicht schön aussieht. Letztendlich muss ich eins sagen, einmal vom Pilz befallen, ist kein Kraut mehr gewachsen. So, also jetzt, wie gesagt, nicht so viel Gedanken machen hier, nochmal meinen Kleinast zeigen. Wenn da so ein Loch in der Mitte drin ist, abschneiden, wirklich bis es gesund ist. Also sprich, jetzt nehme ich mal ein anderes Stückchen Holz, bis es wirklich nichts mehr drauf zu sehen sein. Ja, und nicht zaghaft sein. Wirklich, es heißt bis ins gesunde Holz, also nicht gleich hinter dem Loch abschneiden, sondern wirklich rein ins gesunde Holz.
gerade bei Obst, Hülsen, ob Kirsche oder Apfel, die treiben doch eh dann wieder aus, wie wild. Und dann lasst ihr ihm an der Stelle, wenn dann, man sagt immer so ein Wassertrieb, dann lasst ihr doch den Wassertrieb wachsen und der Wassertrieb wird automatisch dann irgendwann mal auch Früchte tragen. Fruchthölz bilden, ja, so, das war's zum Sachen Moderfäule oder Pilzbefall überhaupt von Ihnen, ja, bis zum nächsten Mal.